Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein super leckeres Bulgursalat-Rezept kürzer und zeige euch die Zutaten dazu. Diesmal habe ich Bulgur fein genommen, aber den dunklen. Mit dem dunklen wird das viel besser. Ich mache das immer nach Gefühl. Es waren dann so ungefähr 300 Gramm Bulgur. Ich habe jetzt Feinbulgur genommen, werde jetzt einfach mit heißes Wasser übergießen, so ungefähr 15 Minuten aufquellen lassen. Ich habe eine Zwiebel klein geschnitten und brate das an und werde einen Esslöffel Paprikamark hineingeben, mit den Zwiebeln anbraten und gebe das dann in den Bulgur hinein. Jetzt werde ich ein bisschen frische Petersilie, frischen Thymian, Tomate, ein bisschen Gurke und Peperoni klein schneiden und in den Bulgur hineingeben. Jetzt werde ich ein bisschen Granatapfelsirup hineingeben, ein bisschen Salz, dann ein bisschen Chili-Pulver und ein bisschen Zitronensaft. Dann ist es auch fertig. Bulgursalat wird bei uns mit Romana-Salat gegessen. Ich habe dann Romana-Salat auf einen Servierteller gegeben und darüber kommt mein Kısır, Bulgursalat. Und so sieht das dann serviert aus. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Probiert das unbedingt aus. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss.